Nice Drinks. Ich muss wirklich schauen. Seitdem du YouTube machst, bist du ja rich as fuck. Komplett. Ich kann mir jeden Tag Essen leisten. Nein. Das war nicht immer so. Das ist krass. Ja, ich merk's. Denkst du, hat der Fame dich verändert? Diese 300.000 Follower. Das ist schon viel. Ja, es ist okay. Was ist das Anstrengendste am Influencer-Dasein? Nichts arbeiten für Tausende von Euro? Ja. Was ist für dich das Anstrengendste am Influencer-Dasein? Du. Oh ja. Was hast du dir bei deinem Kunstwerk gedacht? Wenn ich jetzt interpretieren müsste, würde ich jetzt sagen... Meine Kommentar-Section. Zum Cancel... ja. Cancel Culture, wenn Hannah wieder was von Nestle postet. Können wir das auch vergessen? Wir sind hier gerade bei Ginger zu Hause und wir haben einen berechtigten Verdacht, dass ihre Mom eine Hexe ist. Schaut euch an, was hier in der Wohnung alles steht. Also das ist das. What the fuck? Wie viele Hexenhäuser-Schlüssel sind das? Oh mein Gott! Da ist ein Schuh an der Wand. Überhaupt nicht Hexen-like. Keine Ahnung, was das hier ist. Hier ist ein Playmobil-Mann. Wisst ihr, wie meine Mutter heißt? Mit Vornamen heißt sie Walpurga. Oh. Kennt ihr die Walpurgisnacht? Ja. Eine Nacht, wo sie sich alle treffen. Ja, wo sie sich halt besoffen. Ja. Bist du noch voll besoffen? Ich war gestern auf so einer crazy Party. Also so eine Hexenparty zaubern die ganze Zeit. Da wurde da jemand geopfert, aber es war wahrscheinlich alles nur Scheiße. Aber wo ist deine Mom? Die ist gerade auf Kur. Deine Mom geht immer einmal im Mund, wenn Vollmond ist, auf Kur. Nachher exposen wir deine Mom noch und dann kommt der Hexenzirkel und fickt noch. Ich hoffe doch. Ich kann nicht mehr. Ich muss mich gerade diese Vorstellung gewöhnen, dass so eine voll krasse Hexe einfach zu Hause so einen 0815 Motivation-Spruch hängt. Don't let your dreams be dreams. Ich finde auch geil, wie deine Familie sich denkt, hier hängt eine Stange, das ist ein Kleiderständer. Ich finde es halt nur schade, dass sie bei Be Happy einfach beim Be aufgehört haben. Das ist mein Lebensmotto. Be. Das Be. Be. Hier lebt also Nickledger. Nickledger! Ich will mir jetzt die Haare wirklich auch rasieren, weil es ist so lang. Nein. Na. Okay. Was muss ich tun, damit du dir die Haare rasierst? Eigentlich musst du dich nur mit meiner Freundin zusammen tun, weil sie möchte, dass ich mir die Haare schneide. Vielleicht habe ich das ja schon. Marie, komm raus! Mart wird so mit Brüsten. Darf ich die wegrasieren? Nein! Wie ich so 14, 15 war, habe ich kurze Haare gehabt und einfach das Ding so runter. Oh no. Meine Mama hat Schwanzi genannt. Schwanzi? Das ist so weird, deine Mama nennt mich auch Schwanzi. Alles gut, du schaust so traurig aus. Alles gut, du schaust so scheiße aus. Heb die Hand, wenn du schon mal mit jemandem hier im Auto was hattest. Heb die Hand, wenn du in den letzten 2 Wochen mit irgendjemandem intim warst. Wie weit geht intim? Über Küssen hinaus. Okay. Wie das ausschaut! Marvin und Niklitsch haben die dümmste Idee überhaupt. Wir werden Millionäre damit. Wir ziehen kleine Kinder ab. Oh, ja. Na dann. Kennst du Toys R Us? Ja. Er ist dann ein Millionär. Ah. Meine letzten 2 Gehirnzellen. Bei 100 Zuschauern ist Niklas Augenbraut weg. Seid ihr eigentlich besoffen? Bei 100. Wenn ich deine Mutter frage, was machst du eigentlich beruflich? 900 Zuschauer. Mein ganzes Knopf von 1000 Zuschauern. Oh mein Gott. Yo, what the fuck, die Party. Die Party, geil. Jeder hasst euch. Wisst ihr, was ich gut finde? Ihr habt es einfach bis fast 1000 geschafft und Niklas' Stream ist immer noch bei 5. Hanna hat für 3 Tage die WG verlassen, weil sie zu Adi Totoro gefahren ist. Und wir sind ihr ja nicht böse oder so. Wir wollen sie viel lieber willkommen heißen und sie mit was Schönem überraschen. Oh, ich habe vergessen zu erwähnen, Hanna hat panische Angst vor Luftballons. Hallo. Boah, ist das anstrengend. Hallo! Hi! Wie war's bei Adi Totoro? Schön! Habt ihr Hunger? Wie war's bei euch? Ich hab eine Überraschung für dich. Ja? Ein Luftballon! Hä? Ist es die falsche Farbe? Das war eh nicht deine Überraschung, komm! Die Überraschung ist in deinem Zimmer. Überraschung! Kann mir jemand anrufen, der das macht für 20 Euro oder so? Ich kann dir helfen. Ich glaube, sie bringen uns irgendwann im Schlaf um. Ja. Kannst du in deinem Zimmer essen? Du bröselst hier alles voll. Sei.